offen, ehrlich, freundlich. Ich bin selber aufgewachsen in einer Familie mit 6 Kindern. Wir haben alle Leichtathletik gemacht und in diesem Sinn bin ich wie reingeboren, reingewachsen in die Leichtathletik-Welt. Ich habe jedes Jahr so einen UBS Kids Cup mindestens gemacht. Es war so ein kleiner Wegweiser, was für eine Disziplin dass ich werde später machen werde. Mir war recht früh bewusst, dass einfach das Bauli werfen für mich das Coolste ist. Auf eine Art braucht man alles. Man braucht Geschwindigkeit und Kraft. Es ist eine ganze Körperbewegung. Und nachher am Schluss kannst du eigentlich dein Ergebnis selber anschauen. Als ich das erste Mal hier in das volle Stadion reingelaufen bin, habe ich fast ein bisschen Angst bekommen, weil so viele Leute da sind und ich mir das überhaupt nicht gewöhnt sind. So viele Leute, die plötzlich auf dich schauen und wenn es nicht plötzlich heisst, Showtime, müssen zu performen. Ich habe mehrere Verletzungen schon gehabt. Einmal habe ich meinen Ellbogen gebrochen gehabt beim Werfen. Und habe das nachher müssen zweimal operieren. Ich musste ein ganzes Jahr lang aussetzen wegen dem. Die Ärzte haben mir schon gesagt, ich kann wahrscheinlich nicht mehr Speer werfen. Nachher hatte es Leute, die mir aus dieser Situation raushelfen konnten, als ich selber ganz am Boden war. Und nachher haben wir den Weg zusammen wieder zurückgeschafft und in einem mega emotionalen Wettkampf wieder mein Comeback geben.